1. Mai 1987. Eine illustre Festgesellschaft trifft sich im Sand bei Schönbühl. Mit gutem Grund, denn es gibt etwas zum Feiern. Bei dieser Gelegenheit mitteilen zu können. Brigadier Krähenmann begrüßt die Gäste. Er referiert über geschichtliche Aspekte, erwähnt einige Pioniere früherer Zeiten und spricht über Gegenwart und Zukunft der Militärhufschmiede. Unser Militärhufbeschlag befindet sich im internationalen Vergleich an vorderster Front. Und Ihnen, sehr verehrte Gäste, meine Damen und Herren, wünsche ich nunmehr einige interessante Stunden in angenehmer und anregender Gesellschaft. Ich danke Ihnen. Bis Ende des Zweiten Weltkrieges gab es noch sehr viele Pferde in unserer Armee. In einer Feldbatterie der Artillerie waren das ca. 21 Reit- und 105 Zugpferde. Die Geschütze, Gaisson und Fourgon wurden alle sechsspännig gezogen. Arbeit in Hülle und Fülle für die in den Batterien eingeteilten drei Hufschmiede. Hufschmied, wenn ihr euch schon wieder am Essen und Trinken kannst, schon beim Schaffen. Ich bin unser Hufschmied, ein Rossgeschlag. Herr Kommandant, meldet Schmidt am 9. Feuer! Auch bei der Kavallerie brauchte es bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1974 viele Pferde. Damals waren in eine Dragonerschwadron 5 berittene Hufschmiede eingeteilt. Heute sind nur noch die Train-Formationen geblieben. Im Gebirge ist das Pferd oder das Maultier aber immer noch ein unentbehrliches Transportmittel, das bei jeder Witterung treu seine Dienste leistet. Ehre und Stolz steht auf der Festschrift geschrieben, und das sind keine leeren Worte. Wenn man den Männern zuschaut, wie sie auch heute noch die alte Technik des Schmiedens unter drei Hämmern beherrschen, dann spürt man, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes ein zusammengeschmiedetes Team sind. Stolz ist auch jeder Jungschmied, wenn er in die Hufschmiede RS einrücken darf. Nicht nur, weil die Rekrutenschule für alle unentbehrliche Weiterbildung ist, sondern weil für sie Pflichterfüllung etwas Selbstverständliches bedeutet. Jedes Jahr rücken ungefähr 30 gelernte Hufschmiede im Sand bei Schönbühl für 17 Wochen in die Rekrutenschule ein. 2, 3, 4, 5. Zur militärischen Grundausbildung, sie beansprucht ca. ein Drittel der Zeit, gehört unter anderem die Gefechtsausbildung, die Kameradenhilfe, die Train-Ausbildung und der Reitunterricht. Der größte Teil der zur Verfügung stehenden Zeit
gehört ganz der Fachausbildung. Nach einigen einfacheren Schmiedeübungen lernen die Rekruten das Schmieden von Vorder- und Hintereisen. Es ist beeindruckend zuzuschauen, mit wie viel handwerklichem Geschick und nur mit Hilfe des Augenmaßes in kurzer Zeit aus einem simplen Flachstab ein perfektes Hufeisen entsteht. Zur Fachausbildung gehören vor allem auch Aufrichtübungen und natürlich das Beschlagen der Pferde. Mit Ordonnanzhufeisen üben sie zuerst intensiv am Guss und am Totenhuf. Bis es dann ab der 7. RS-Woche gilt, das Gelernte anzuwenden. Bei verschiedenen Einsatzübungen müssen mit einfachen Mitteln im Felde Pferde beschlagen werden. Das alte, verbrauchte Eisen wird entfernt und der Huf wird ausgeschnitten. Danach wird aus den 22 verschiedenen Größen der Vorder- und Hintereisen das richtige ausgewählt, in der Glut der Feldesse gewärmt, auf dem Amboss geformt und dem Huf des Pferdes genau angepasst. Jeder Hufschmied muss am Ende der Rekrutenschule in der Lage sein, ein Pferd auch unter erschwerten Bedingungen mit Ordonnanzhufeisen zu beschlagen. Er muss zudem notfalls auch seine Feldschmiede verteidigen können. Kein Anzeichen von Alter. Unablässig haben sie Handwerker ausgebildet, die fähig sind, jederzeit, überall und auf Maß unsere Pferde und Maultiere zu beschlagen. Die Behörden danken ihnen dafür bestens, umso mehr, als die in ihren Schulen erhaltene Ausbildung mitgeholfen hat, diesen Berufszweig auch im zivilen Sektor zu erhalten.
Nun, Eisen soll man schmieden, solange es heiß ist. An diesem 1. Mai 1987 trafen sich viele, um das 100-Jahr-Jubiläum der Hufschmiederekrutenschule würdig zu feiern. Das ist oben mein Vater.